Herzlich willkommen, meine Freunde. Willkommen zurück zu Pokémon Blattgrüne Edition. In der letzten Folge haben wir die Siegestraße betreten, sind dann natürlich wieder rausgegangen, so blöd wie wir waren, beziehungsweise ich war, weil wir nicht genügend Top-Schutze hatten, beziehungsweise generellen Schutz. Und das muss sich ändern, musste ich ändern, da ich sonst unzufrieden gewesen wäre mit meinem Leben und es beendet hätte. Nee, Spaß, aber es hätte mich schon, also hat mich schon gut angepisst, dass wir das jetzt nicht gemacht haben. Die Siegesstraße stellt eine Art Abschlussprüfung für Trainer dar. Ja, das wusste ich jetzt aber. Aber wir haben, glaube ich, auch eine Stärke gegen euch, Kampf-Pokémon. Mit Fliegen, wenn mich nicht alles täuscht. Bitte. Bitte. Und ich bin schneller. Das ist natürlich noch wichtiger. Ich muss schneller sein. Das ist wichtig. Die wahrscheinlich voraussichtlich letzte Folge in dieser heute, die ich aufnehmen werde. Bams! Kazam! Das tut aber auch genauso weh, weil wenn es jetzt gleich... Oh, das ist echt brutal, wie die immer treffen, teilweise mit ihren scheiß Vergeltungsdingen da. Das mag ich überhaupt nicht, ehrlich nicht. Es ist... geht eigentlich gar nicht. Das mag ich echt nicht, null. So, jetzt müssen wir mal schauen. Für Mahalo müsste es eigentlich komplett reichen. Jawohl, das war auch ein gutes Ziel. Jetzt so die Frage, was kommt ein Mahoshock? Jetzt muss ich mal überlegen, wenn ich mir jetzt einen Hypertrank reinpfeife, dann könnte es sogar eng werden noch mit der nächsten Attacke von ihm. Pfeifen uns trotzdem mal einen Hypertrank rein und machen dann einmal eine schöne Flügelschlagattacke. Überwurf ist nicht ganz so effektiv. Nee, aber Vergeltung ist schon nicht ohne, muss man schon sagen. Vor allem, wenn er jetzt Vergeltung macht, was er wahrscheinlich... Ja. Und jetzt ist unser Täubchen tot. Oh. Fuck, man. Das war aber mega eng. Boah, war das eng. Fuck, war das eng. Wahnsinn, wie geil. Fuck, wie geil, dass wir das überlebt haben. Boah. Finde ich, muss ich sagen, bin ich begeistert. Finde ich geil. Schon geil. Dann haben wir jetzt alle auf 45 ungefähr. Finde ich, schnieke. Muss ich sagen, das ist schon schnieke. Das ist schon schnieke. So, dann haben wir hier noch irgendwas zum Ranschubsen. Sehe ich gerade. Okay. Da man Elektro. Vogeltyp, glaube ich, ist es. Ist es ein Vogel oder ein Elektriker? Ich probiere es mal mit Vogel. Könnte sein. Du möchtest also die Top 4 herausfordern? Ja, das ist so mein Ziel gewesen. Das ist ein keiner von beiden. Ein Jongleur. Okay, also das ist natürlich etwas, was ich nicht erwartet habe. Probieren wir es mal trotzdem mit Donnerblitzen. Könnte hinhauen. Bin mir aber nicht ganz so sicher, ob das klappen könnte. So, jetzt probieren wir das trotzdem. Schockwelle noch einmal. Ja, da können wir eigentlich im Prinzip auch unser Funke hinhauen. Fackel hinhauen. Weil, ja, für sowas, mein Gott. Da haben wir sowieso nichts. Sehr effektiv ist auch nichts gegen Geist. Beispielsweise finde ich eigentlich ziemlich blöd, weil unser dritter Top 4 Gegner eigentlich komplett Geist ist. Da müssen wir uns noch irgendwas kurz einfallen lassen. Weil das geht langsam dann Richtung Ende. Und daran habe ich jetzt auch wieder überhaupt nicht gedacht, so klug wie ich war. Meiner Person. Vielleicht könnte einer unserer Pokémon noch Bisse lernen. Beziehungsweise müssen wir erstmal Bisse für finden. Das ist natürlich was anderes nochmal. Kadabra, ja, das müsste kein Stress mehr sein. Unser Fackel erreicht auch gleich Level 45 nach diesem Kampf. Nach diesem Kampf, sage ich, nach diese bald, sagen wir es mal so. Nicht nach diesem Kampf, aber bald. So. Zack, Knochenkadabra, okay. Dann hätte es sogar beinahe hinhauen können, wenn er noch einen hätte.
Aber hat er ja nicht. Deswegen wird es relativ schwer mit Level 45 in diesem Kampf. Aber beinahe. Beinahe, immerhin. Also ist schon ein Kampf noch und dann haben wir ein 45er komplettes Team. Dann bin ich wieder vollkommen zufrieden, muss ich sagen. Dann habe ich wieder keine Probleme im Leben, die das betreffen. So, jetzt müssen wir hier mal schauen, dass wir ja diesen Stein bekommen. Sandama habe ich jetzt kein Problem mit, dann machen wir das jetzt mal so. Wir besiegen Sandama einfach. Und dann sind wir, glaube ich, durch Sandama werden wir... Oh fuck, das ist natürlich nicht gut. Das ist nicht gut, wenn wir so wenig abziehen. Sternschauer habe ich jetzt kein Problem damit. Probieren wir es mal mit Flammenwurf. Vielleicht nutzt der Angriff mehr. Bin ich fast sogar sicher. Ja, das tut er auch. Ja, ja, das war klar. So. Sehr schön. Sehr schön. So, machen wir das mal so. Zack. Und ein Supertrank für Glurak. Reicht. Knapp, aber erreicht. So, was haben wir hier Schönes? Hyperheiler. Brauchen wir jetzt nicht so ganz. Wir brauchen diesen Stein jetzt. Das ist blöd, ne? Also ist ein bisschen hier für den Arsch, muss man schon sagen. Na egal. Kämpfen wir mal weiter. Die Siegestraße ist sehr schwer zu meistern. Das habe ich schon kapiert, du Mongo. Das ist mir jetzt nicht Neues, muss ich sagen. So, Pantimos. Ja, das ist Pantimos halt, ne? Aber egal. Das ist alles machbar. Gegenüber der Fackel. Duplex-Hieb, das ist natürlich eine der schlechtesten Attacken, die man einem Pokémon erlernen kann, glaube ich. Bringt eigentlich fast nichts. So, in einer Stunde fährt meine Freundin zu mir. Und so langsam müsste ich dann mir überlegen, wie wir das anstellen. Gut gemacht. So. So, Brandy findet Hagelsturm. Zurzeit läuft's gerade. Also jetzt läuft so mehr oder minder, muss man schon sagen. Okay, zack. Wen könnten wir als erstes stellen, da Level 46 wird, damit wir keine Probleme mehr mit wildem Pokémon erhalten? Ich glaube, da könnte sogar Rasa vorher sein. Ja, da ist Rasa definitiv vorher. 46? Das würde ich gerne machen. Nicht aus dem Grund, da ich Rasa trainiere. Komm nun her, ich werde dich besiegen. Ja, zeig mir, wie du mich besiegen willst. Snubbelicat. Das ist natürlich ideal, weil unser Monkey einfach mal einen schönen Kreuzhieb macht und dann erstmal daneben geht. Ah, das ist natürlich auch gut, dass das daneben geht, aber hier. Zack. Wunderschön. Wunderschön. So, wunderschön. Okay, als nächstes wird Entoron beschwört. So, hier Funken, der darf dann natürlich mal seinen Donnerblitz auspacken. Das wäre ja auch unfair, wenn wir dem den nicht geben. So viele Möglichkeiten wird er nicht mehr haben, sich da zu zeigen. Deswegen müssen wir unser Entoron ein bisschen walten lassen. So, wunderschön. Okay, okay. Boah, der Funke kriegt aber recht schnell EP. Das muss man einfach so sagen, wie es ist. So, Schutz wirkt nicht mehr. Zack. Direkt in die Itemtasche gehen und den nächsten aktivieren. Okay, wir sind jetzt hier und müssen den Topsch. Wo müssen wir den denn hinbewegen? Wir aktivieren uns schon mal diese Stärke-Attacke. Müssen aber noch schauen, wo wir das hin machen müssen. Ah, Hitzekoller. Dann müssen wir es echt hier hinbringen, okay. Oder gibt es da noch was anderes, was wir, wo wir das Ding hinschieben müssten? Nee, das ist tatsächlich hier, weil wir dann von außen kommen. Aber zuerst mal haben wir hier einen Ast-Trainer, der irgendwas verdeckt. Man erzählt von einem Wunderkind. Ja, das bin ich. Was denn auch sonst? Beziehungsweise wer denn auch sonst? Kukowai, Mirapla. Oh, Kukowai, oh, Mirapla. Oh, Kukowai. Kukowai werden wir erstmal schön durchbrutzeln.
Dafür haben wir ja schließlich einen Flammenwurf. So, jetzt komm her. Stachelspore, das ist natürlich sensationell. Ja, Mai, dann greift er halt als erster an. Da habe ich jetzt kein Problem mit. Eierbombe. Damit wiederum habe ich jetzt schon eher ein Problem. Konfusion. Damit habe ich jetzt kein Problem gegenüber meinem Glurak. Aber damit hast du ein definitiv großes Problem. Das ist dein größtes Problem. Das ist dein größtes Problem mit Kokobai. So. Als nächstes wird ein Electroball gerufen. Haben wir denn da irgendwas, was... Ja, lassen wir es einfach mit Fackel. Ist zwar eigentlich recht effektiv gegen Fackel, so eine Funkensprungattacke, aber das ist nicht so gut. Erhöht die Spezialverteidigung. Das ist nicht so gut. Das gefällt mir nicht, deswegen wird bald unser Durchbruch starten. Ultraschall, tut weh. Das tut langsam weh, muss man schon sagen. Deswegen... Oh ja, das ist nicht clever gemacht gewesen, weil jetzt sitzt er in den roten Bereich und dann heilt er ihn natürlich mit einem Hypertrank. Oh man. So, Fackel setzt Flammenwurf ein. Jetzt hoffe ich mal, dass er nicht das Finale benutzt. Und dann wäre Flektroball besiegt. Oh, das tut so weh, glaube ich. Das tut so richtig weh. Bitte nicht. Oh, fuck, war das eng. Das war wieder richtig eng. Also, tighter geht's nicht. Aber gut gemacht, Fackel. Gute Arbeit geleistet. Ein Sandama wird gerufen. Und da haben wir einen Lapras für dich, welches dir schön einheizen wird. Da bin ich mir definitiv sicher. Einen schönen Surfer bitte. Und das war's. Das müsste es gewesen sein. Doch nicht. Mhm. Ja, das war natürlich eine flache, schwache Attacke. Lichtschild lässt... Ach, deswegen hat er überlebt. Nur deswegen. Aber das gibt ihm den Rest. Finde ich gut. So, Lapras. Austoss. Na, da haben wir auch noch was für dich. Da schicken wir mal den Funken rein. Da haben wir noch was Schönes für dich. Mhm. Donnerblitz bitte. In sein Gesicht. Alles Klärchenbärchen. So. Und dann werden wir jetzt so langsam aber sicher. Arcani, da haben wir dann wieder einen anderen Spezialisten. Wieder unser Lapras. Was vielleicht, wenn Arcani viel EPs bringt, in diesem Kampf sogar dazu führen kann, dass unser Lapras Level 46 wird. Quasi das Debüt gibt für uns. Und könnte das hinhauen? Nein. Doch! Das hat sogar hingehauen. Tatsächlich. Super Sache. Du bist das Wunderkind. Ja, das... Danke, also, es war mir jetzt eigentlich schon klar, aber ich wollte es jetzt nicht so, also ich wollte es euch jetzt nicht unbedingt unter die Nase reiben, deswegen habe ich jetzt nicht so großartig drüber gesprochen und ich hoffe, ihr könnt mir das alle verzeihen und, ach ja, kein Problem, du bist das Wunderkind, ey, also, ja, geht schon klar, also mal, danke, nehme ich euch echt, also, jetzt komm, Horn, Bitch, Onyx. Ja gut, du bringst hoffentlich EPs, dann kann unser Monkey nämlich sein Level up feiern mit dir ins Gesicht. Und dann müsste es reichen nach dem nächsten Angriff. Feuerodem, toll, bringt dir viel. Zack, zack, zack. Mit 47 sollten wir dann hier auch keine Pokémon-Gegner mehr bekommen, wenn wir den Top-Schutz einsetzen, und deswegen wäre ich damit auch zufrieden. So, machen wir das mal so, das Zeug hier. Zack, 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 zack. So, jetzt werden wir nur noch diesen Stein an die richtige Position stellen. Und dann wäre der Part für heute beendet. Ich weiß. Aber, Freunde, ich habe leider auch nicht mehr die größte Zeit. Deswegen...
Tut mir das leid. Aber es muss sein. So. Ich möchte ja vorsorgen können. Alles klar, dann hätten wir quasi diese Schranke auch beseitigt. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche, meine Freunde. Beziehungsweise einen schönen Abend. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Brandy. Chosen.